Du hast gerade eine Tour mit Band absolviert, jetzt mit Orchester. Richtet sich das Konzert in der Philharmonie an ein anderes Publikum? Oder wie kam es dazu, einmal mit Band und einmal mit Orchester jetzt? Ich würde nicht sagen, dass es ein anderes Publikum ist. Es ist, wie soll ich sagen, es sind so zwei Leidenschaften von mir. Ich liebe es, mit Orchester zu spielen. Leider ist es nicht etwas, was man jeden Tag machen darf. Nicht zuletzt wegen den Kosten, die entstehen. Also es ist ein Riesenprivileg und ich bin ein großer Klassik-Fan, beziehungsweise finde ich, dass die Klassik die Wiege der Musik ist. Und ich bin da immer sehr bescheiden und sehr demütig, wenn ich dann mit einem Orchester musizieren darf. Das ist für mich auch immer wieder spannend, denn ich singe Songs von meinem ersten Album, die ich natürlich auch mit meiner Band performe. Aber es ist was komplett anderes. Die klingen einfach anders, natürlich mit Orchester und sind wahnsinnig speziell arrangiert. Und das ist nicht nur für mich eine Reise in eine andere Welt, sondern eben auch für mein Publikum. Insofern würde ich behaupten, dass man, auch wenn man schon auf einem Bandkonzert von mir war, bei einem Orchesterkonzert in eine definitiv andere Welt eintaucht. Ja. Also hat sich meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Was macht mehr Spaß? Ach so, was mehr Spaß macht, das kann ich so gar nicht beantworten. Es ist anders. Ein Bandkonzert ist ein bisschen improvisierter, ein bisschen, wie soll ich sagen, frecher und unfrisierter. Und ein Orchesterkonzert ist eben sehr herrschaftlich und majestätisch. Und ich wache da in der Früh schon ganz anders auf, wenn ich ein Orchesterkonzert spiele. Da fühle ich mich schon wie, ja, die Kaiserin. Aber würdest du auch sagen, dass das Publikum dort schwerer zu erobern ist, als wenn du mit Band spielst? Ich bin ja immer in einer glücklichen Situation, dass wenn ich zum Konzert lade, Menschen kommen, die tatsächlich kommen wollen und da ist sehr wenig, wenn man so möchte, Laufkundschaft. Somit musste ich nie wirklich um die Gunst meines Publikums kämpfen. Ich versuche, jedes Konzert immer so ein bisschen anders zu machen, wenn es auch überwiegend dasselbe Programm ist. Aber ich versuche es doch speziell zu halten und ich glaube, dass das Orchesterprogramm einen auch in eine andere Stimmung versetzt. Wahrscheinlich ist die Bandversion eben ein bisschen mehr Party und ein bisschen ausgelassener und da tanzt man und tut und macht. Und bei einem Orchesterkonzert, ja, da, wie soll ich sagen, das Parfum ist ein anderes. Es ist gesetzter und man sitzt tatsächlich auch und ist somit, ja, ein bisschen getragener und wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie könnte ich das umschreiben? Nachdenklicher als so ein Bandkonzert, ja. Was können die Fans jetzt erwarten? Gibt es ein spezielles Programm? Hast du spezielle Gäste dabei? Ich habe ein Programm, das sich mit dem Bandkonzert, würde ich sagen, zu 70% deckt. Was ich aber, wie gesagt, nicht weniger spannend finde, denn ist diese Songs, die wir alle kennen oder meine Fans kennen, klingen einfach komplett anders und werden auch anders arrangiert. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich denn eigentlich sagen wollte. Hast du bestimmte Gäste, Ach die so. die Leute noch nicht kennen, vielleicht auch? Wir fragen immer wieder Gäste an und haben immer Ideen, Künstler einzuladen. Bei diesen beiden Konzerten hat es leider nicht geklappt, dass wir die bekommen haben, die wir gerne hätten, denn die haben für die zum Glück auch wahnsinnig viel zu tun. Aber ich habe dieses Konzert schon einmal in Sydney im Opera House gespielt und hatte damals Guy Sebastian, der ein großer Star ist in Australien, und Paul Capps und Trevor Ashley, die mich begleitet haben. Bei diesen zwei Konzerten stehe ich alleine auf der Bühne, abgesehen von dem Orchester, das hinter mir steht. Aber ich hoffe, dass noch einige Termine folgen werden in näherer Zukunft und dann lade ich auch gern wieder Künstler ein. Es war auch schon zu hören von dem zweiten Album, an dem du arbeitest. Gibt es da vielleicht auch schon ein paar Kostproben live? Ja, tatsächlich gibt es die. Ich habe zwei Songs, die ich in mein Programm eingebaut habe, um auch ein bisschen auszuprobieren, wie kommt das so an und wie finden das die Menschen. Tatsächlich gibt es das aber bisher nur in der Bandversion. Und darum bin ich wahnsinnig gespannt, was die Arrangeure aus diesen Nummern gemacht haben, wenn es zum Orchester kommt. Ich freue mich schon sehr.
Was kannst du uns sonst vielleicht zum Album verraten? In welche Richtung wird es gehen? Es wird definitiv sehr, sehr persönlich, viel persönlicher als das erste. Ich habe für mich zum Thema genommen, dass ich ausschließlich mich besinge. in allen Variationen. Also das ist, ich erzähle Geschichten, die mir passiert sind über die letzten Jahre und ich behandle Thematiken, die mich einfach aktuell sehr berühren und bewegen. Und somit wird es inhaltlich sehr persönlich und sehr authentisch und auch ein Stück weit intim. Was den Sound anbelangt, bin ich immer noch am Ausprobieren, was denn tatsächlich das ist, was mir am besten steht. Und das ist auch schon gut ausgeklügelt, aber immer noch ein bisschen ein Weg, um dann zu sagen, okay, das ist der rote Faden. Aber das ist sehr spannend und ich freue mich hoffentlich wie meine Fans, wenn es denn nun endlich fertig ist. Beim ersten Album hast du mit sehr vielen auch international erfolgreichen Autorenteams zusammengearbeitet. Was ändert sich vielleicht auch da in der Hinsicht? Oder hast du einen neuen Produzenten auch vielleicht? Ich habe einen neuen Produzenten, genau. Ich arbeite mit eigentlich einem komplett neuen Team. Ich habe schon Autoren, die beim ersten Album mitgearbeitet haben und die nach wie vor Songs beitragen, aber ich wollte auch eine komplett neue Richtung gehen. Ich wollte was Neues ausprobieren. Ich wollte noch authentischer zu meinem persönlichen Musikgeschmack. Denn das erste Album finde ich toll, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist nicht per se das, was ich mir rauf und runter anhören würde. Und das ist eigentlich schade. Deswegen möchte ich, dass das zweite Album ein Album wird, das auch ich hören will, bis ich es nicht mehr hören kann. Wie weit seid ihr mit der Arbeit? Wie viele Songs habt ihr schon zusammen? Oder gibt es auch schon einen Termin? Es gibt noch keinen Termin. Es gibt einen Zeitraum, in dem eine erste Single erscheinen muss, denn schon langsam setzen sie mir das Messer. Die Fans warten ja, ne? So ist es. Und deswegen im Frühjahr nächsten Jahres wird eine Single erscheinen. Termin gibt es per se somit noch keinen. Aber der optimale Plan wäre, dass dann im Sommer darauf das komplette Album erscheint. Was die Songanzahl betrifft, gibt es potenziell Songs für zwei Alben, aber ich feile eben noch und wir schreiben immer noch und ich will einfach auch, dass dieses Album so perfekt als möglich für mich wird und darum wird von diesen Songs auch noch wettgearbeitet und somit ist noch immer nicht genug Material am Tisch. Das neue Album, wird das auch dann weniger Conchita sein, mehr Tom? Ich weiß es nicht. Ich würde an diesen Sound oder dieses Album keinen Namen heften. Das bin dann einfach ich. Was auch immer das bedeutet, das kann ich noch nicht wirklich beantworten. Es wird wahrscheinlich weniger das, was man von Conchita, dieser Figur mit dem Beginn von Rise Like a Phoenix und all diesen Orchesterprojekten denkt. Es wird weiter weg sein von dem, denke ich. Es ist, was ich sagen kann, definitiv weniger orchestral, als es das erste war. Als es das erste Album war. Aber dafür habe ich auch meine Orchesterprojekte und wie soll ich sagen, befriedige so auch meine eigene Gier, was die klassische Musik anbelangt. Ja, es gibt ja jede Menge Spekulationen, es kursieren ja auch Bilder, dass du jetzt dich als Rockstar präsentierst in Leder und so. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen aufklären? Naja, was soll ich, da gibt es nicht viel aufzuklären. Ich liebe Mode und ich ziehe das an, was mir Spaß macht. Ich finde es immer sehr lustig, wie viel da reininterpretiert wird und dass da aus einem Foto dann plötzlich Artikel entstehen. Aber bitte gerne. Danke für die Aufmerksamkeit. Gut, dann bedanke ich mich für das angenehme Gespräch und wünsche dir viel Erfolg auch mit dem Konzert in Berlin. Dankeschön. Vielen Dank. Wir freuen uns drauf. Ich mich auch.